Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um den Import gehen. Das heißt, wenn wir Waren aus China in die Europäische Union importieren, welche Zölle, welche Einfuhrumsatzsteuern und mit welchen Kosten ihr zu rechnen habt, das besprechen wir in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Schau es dir bis zum Schluss an. Es ist ein sehr wichtiges Video. Ja, Freunde, das Thema Import, Zölle, Einfuhrumsatzsteuer, eventuelle irgendwelche Verbrauchersteuern und so weiter, aber alles, was anfallen kann für den Import, wenn wir Waren beispielsweise aus China nach Europa oder Deutschland importieren möchten. Dieses Thema ist den meisten nicht so ganz geläufig, deshalb wurde ich schon öfters von Zuschauern gebeten, Alex, mach doch mal bitte ein Video dazu, und heute ist es soweit. Wenn dich solche Themen auch weiterhin interessieren und du bist neu auf diesem Kanal, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und wir beginnen mit dem Video. Kurz zu sagen ist, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Könnt ihr nachlesen, selbst euch ein Bild davon verschaffen. Und ich befinde mich hier auf der offiziellen Zollseite, zoll.de, und hier bekommt ihr eigentlich alle Informationen. Es sind sehr, sehr viele Informationen, deshalb habe ich hier einige rausgesucht, die für uns relevant sein können. Einfuhrabgaben werden nicht immer anfallen. Also im Regelfall ist es so, dass wir hier Gesamtwertsendungen von bis 22 Euro, das Ganze zollfrei ist, einfuhrumsatzsteuerfrei ist, eventuelle Verbrauchssteuern drauf anfallen. Das betrifft jedoch nur Alkohol, Tabakwaren und Kaffee. Wird die meisten nicht betreffen. Die meisten werden das sowas nicht importieren. Ganz klar. So, Gesamtwert von Sendungen von 22 Euro bis 150 Euro fällt schon mal die Einfuhrumsatzsteuer an, aber keine Zollgebühren. Ab einem Gesamtwert über 150 Euro, da fällt dann schon Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und eventuelle Verbrauchssteuern an. So, die meisten werden definitiv, wenn du Waren aus China importierst, aus dem Drittland China, hier nach, in die EU oder nach Deutschland natürlich in dem Falle, dann wird für die meisten es so sein, wenn ihr Waren importiert, die ihr wiederverkaufen möchtet, das werden sicherlich über 150 Euro sein, es sei denn, ihr bestellt euch Muster, wo ihr erstmal schauen wollt und euch von der Ware überzeugen wollt und der Qualität, dann wird es vielleicht zwischen 22 Euro und 150 Euro sein, aber in den meisten Fällen sind die Importe über 150 Euro wert. Somit können wir hier von Zoll, Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchersteuer ausgehen. Wir schauen uns das gleich am Ende des Videos an, wie wir das Ganze berechnen. Dazu habe ich eine Tabelle für euch erstellt mit Excel, die ihr sehr gut auch für euch anwenden könnt. Deshalb habe ich diese Tabelle auch unten in der Beschreibung bereitgestellt. Ihr könnt diese herunterladen und mit euren Berechnungen, euren Warenwerten das Ganze auch für euch kalkulieren. So, so viel dazu. So, dann haben wir das Thema Warenarten. Es gibt verschiedene Zollsätze. Jedoch Einfuhrumsatzsteuer ist die ganz normale Mehrwertsteuer im Grunde genommen, 19%. Es gibt ermäßigte Mehrwertsteuer, das wäre für Bücher oder auch für Gemälde ist das so. Ich weiß noch, dass es für Lebensmittel so ist, aber die wenigsten werden Lebensmittel aus dem Ausland importieren. Deshalb uns interessiert hier hauptsächlich der Zollsatz, der hier anfällt, und es gibt verschiedene Warenarten, und der Zollsatz, der variiert halt zwischen 0 teilweise, wir sehen es hier für Bücher auch 0%, oder auch von 15% ungefähr ist die Regel, wobei hier die 15% mit einem Sternchen versehen ist, das betrifft hier Fahrräder, da müsst ihr mal ganz unten genau schauen, und zwar Fahrräder, wenn ihr Fahrräder aus China importiert, kommt zusätzlich 48,5% drauf. Und zwar das Ganze für Anti-Dumping-Zoll ist das. Und da würde ich auf jeden Fall schon mal aufpassen, irgendwas mit Fahrrädern zu machen, was die meisten ja hier eh nicht machen werden. Wir möchten ja kleine Waren importieren, die sehr einfach sind und handelbar. Deshalb schaut euch hier die ganzen anderen Warengruppen an. Wenn ihr irgendeine Warengruppe, die ihr importieren möchtet, hier nicht findet, dann könnt ihr den Zoll auch persönlich kontaktieren und nachfragen, welcher Prozentsatz denn genau darauf angesetzt wird. Aber im Grunde genommen habt ihr hier alles übersichtlich da.
Wir haben teilweise Elektroniksachen wie Notebooks, wir haben Mobiltelefone oder auch irgendwelche GPS-Geräte, nee, aber Gemälde, Fotos, Fotoapparate, digital teilweise sogar, von 0% Zoll. Das heißt, da fällt überhaupt kein Zoll an, aber andere Dinge sind vom Material abhängig und so weiter, da fallen die gewissen Prozentsätze an. Wichtig für uns nachher für die Berechnung. So. Da kannst du dir, wie gesagt, das Ganze anschauen. Link findest du unten in der Beschreibung. Und dann kommen wir zu der Berechnung schon der Einfuhrabgaben. Und zwar hat uns hier auf der Zollseite auch ein Beispiel, der Zoll ein Beispiel zur Verfügung gestellt, wie das Ganze kalkuliert wird. Diese Berechnung wird für eine Maschine gemacht, die 10.000 Euro Gesamtwert haben soll. Und das Ganze wird dann dementsprechend runterkalkuliert bis zu den Einfuhrabgaben, was den Zollbetrag und die Einfuhrumsatzsteuer betrifft. Das Ganze kalkulieren wir jetzt mit der Excel-Tabelle und schauen uns an, wie sich das verhält, wenn wir das Ganze hier mit kleineren Beträgen machen, beziehungsweise anderen Zollsätzen. So, und da sind wir schon in der Excel-Datei, die ich für euch erstellt habe, schön übersichtlich. Und einmal zur Erklärung, wir haben hier blaue Felder und wir haben graue Felder. Die blauen Felder, wie ihr schon seht, die Wertangabe ist erforderlich, da gebt ihr euren Wert an und die grauen Felder werden automatisch auskalkuliert und ausgerechnet. Deshalb werden wir uns hier gleich die blauen Felder anschauen und gehen das Ganze einmal von oben nach unten durch. Also Rechnungspreis, das wäre der Preis für den Artikel. Gesamtpreis, beispielsweise jetzt, ihr bestellt 1000 Einheiten von je einem Euro, dann haben wir 1000 Euro Gesamtwert der Artikel. Dann haben wir Beförderungskosten, also quasi die Versandkosten. Hier ist es so, dass es gewisse Versandkosten gibt, ihr könnt ein eigenes Versandunternehmen beauftragen, was die Ware beim Hersteller in China abholt und das Ganze an euch befördert. Ich würde empfehlen, das Ganze von dem Lieferanten bzw. Hersteller direkt euch einmal eine Versandkostenpauschale bzw. Versandkosten anzugeben, wie viele das denn sind. Das ist meistens einfacher. Und hier wird aber unterschieden zwischen Seefracht, Zugfracht oder auch Luftfracht. Ja? Luftfracht ist das einfachste, ist meistens teurer, weil halt es sehr schnell auch geht. Über DHL zum Beispiel oder UPS, FedEx, solche Versanddienstleister machen das in der Regel. Das wird vom Hersteller, vom Lieferanten abgeholt und bis zu euch nach Hause an die Tür gebracht. Dann gibt es andere Sachen wie zum Beispiel Seefracht, wo die Ware zwar vom Hersteller genommen wird, also angenommen wird und dann über die See zu euch in den Hafen. Das kann ein Hafen in der Niederlande sein oder zum Beispiel ein Hafen in Hamburg sein. Und da müsst ihr dann schauen, dass ihr euch selbst um den Weitertransport kümmert, es sei denn, ihr habt das Ganze auch schon mit einkalkuliert und dieses geht an euch weiter. In vielen Fällen wird auch es so sein, dass viele diese Seefracht halt erhalten an den Hafen und dann das Ganze weitertransportiert wird durch einen Versanddienstleister an ein Amazon FBA-Lager, ja. Da wird das Ganze dann so, dass wir das Ganze hier auch mit in der Kalkulation aufnehmen können. Aber die meisten werden das so machen, dass sie quasi vom Hersteller bis zur Haustür nach Hause sich das liefern lassen und eventuell dann das Ganze an ein Amazon-Lager verschicken selbst. Kommen natürlich doppelt Kosten auf, aber man muss das sich selber gucken, in welchen Regeln man das machen möchte. So, dann gehen wir von Beförderungskosten für Waren von 1000 Euro ungefähr. Ja, das variiert. Also, wenn ihr das Ganze wirklich sehr schnell express verschicken möchtet, dann sind es ungefähr 300 bis 400 Euro. Wir gehen mal von 350 Euro aus. So, und dann kommt der Zollsatz. Das ist das, was wir ja vorher gesehen haben. Die Zollsätze variieren von Warengruppe zu Warengruppe. Wir gehen hier mal von einem Durchschnittszoll aus von 5%. Du musst das natürlich hier angeben, was deine Warengruppe betrifft. So, dann rechnet er uns das Ganze direkt schon mal aus. Also wir haben hier oben den Zollwert. Darauf, das ist die Bemessungsgrundlage für den Zoll. Ja, also die Formeln sind hier schon alle drin. Im Grunde genommen musst du nur hier die blauen Felder einmal eintippen und dann berechnet er das automatisch. Aber ich erkläre das mal kurz, dass hier der Zollwert
beziehungsweise der Zollbetrag davon, der Ausgangswert ist der Zollwert. Das sind die Gesamtkosten der Waren plus die Versandkosten. Und das Ganze mit 5% sind wir bei 67,50 €. So, dann wird hier nochmal der Zollwert, also die 1350 übernommen. Der Zollbetrag, den haben wir ja hier jetzt ausgerechnet, der wird ihr hier auch nochmal übernommen. Und jetzt kommt das nämlich ins Spiel, was ich sagte, von einem Hafen, wenn die Ware jetzt für den Weitertransport an ein Amazon-Lager oder zu euch nach Hause erfolgen soll, kommen hier weitere Versandkosten auf. Und um die Bemessungsgrundlage für die Einfuhrumsatzsteuer zu erstellen, muss hier natürlich auch das nochmal dazu kalkuliert werden. Und das können in dem Falle vielleicht noch 100, 150 € sein. In unserem Falle würde ich sagen, es sind 0 €, weil wir hier die Versandkosten betreffen vom Hersteller direkt bis zu uns an die Haustür. Wenn du natürlich hier die Kosten hast, dann musst du diese hier mit eingeben. So, und dann haben wir hier die Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer mit 19%, also dem Regelsteuersatz. Das wären dann 269,33 €, die dann zusammensummiert werden, im Grunde genommen noch, also diese Summe plus den Zollbetrag, dann ergibt sich eine Gesamtsumme der Einfuhrabgaben von 336,83 €. So, diese Summe ist im Grunde genommen die gesamte Summe der Abgaben, die ihr machen müsst, und die wird auf den Zollwert, also die Kosten der Waren plus die Versandkosten drauf kalkuliert. Was ihr bedenken müsst, ist natürlich hier die Umsatzsteuer. Die Einfuhrumsatzsteuer ist wie eine ganz normale Steuer zu sehen, deshalb ihr könnt diese, wenn ihr umsatzsteuerberechtigt seid, könnt ihr diese vom Finanzamt natürlich ganz normal wie eine Vorsteuer ziehen. Seid ihr jedoch Kleinunternehmer, beziehungsweise ihr wendet die Kleinunternehmerregelung an, dann ist es so, dass ihr den vollen Betrag zahlt und ihr bekommt das nichts. Es ist zwar alles gesamt dann eine Ausgabe für das Produkt und ihr könnt das Ganze runterdividieren auf ein einzelnes Produkt, jedoch bekommt ihr die Einfuhrumsatzsteuer in der Kleinunternehmerregelung nicht zurückerstattet. Nur die umsatzsteuerberechtigt sind, können die Einfuhrumsatzsteuer geltend machen als Vorsteuer. So, und das Ganze wird dann halt dementsprechend hier so auskalkuliert und somit haben wir hier den Gesamtbetrag einmal errechnet. So viel zu den Einfuhrabgaben. Wenn du noch wissen willst, wie du für dich eine Kalkulation machst für die Waren, die du einkaufst, um nachher zu berechnen, wie viel denn Gewinn dir überbleibt und so weiter, dazu habe ich auch ein Video schon mal gemacht. Findest du oben in der Infobox oder auch unten in der Beschreibung packe ich dir auch eine Excel-Tabelle rein, anhand der du das kalkulieren kannst. So viel zu diesem Video. Ich freue mich, wenn dir das gefallen hat. Lass mir einen Daumen nach oben da, denn das motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen und lässt uns als Community weiter wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und mehr von so einem Content haben möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde darauf eingehen, so schnell ich kann. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Verkaufen, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.